Über Ihre Dirigentenkollegen sagen Sie selten Schmeichelhaftes. Toscanini vor allem, aber auch Furtwängler hätten eigentlich kaum etwas von Musik verstanden. Karl Böhn habe nie einen einzigen Ton Musik dirigiert. In seinem Leben nicht, nein. Bernstein könne zwar einen Saal füllen, das habe aber mit Musik nichts zu tun. Wie stehen Sie zu Herbert von Karajan? Ja. Ist er die Summe? Das ist die tragischste Erscheinung aller Dirigenten. Dieser junge Mensch hätte was leisten können. Er ist an seiner maßlosen Eitelkeit krank geworden und zu völligen Missverständnissen der Musikverhältnisse gekommen. Es ist ein unvorstellbar unmusikalischer Mensch geworden. Bei ihm stimmt doch nicht mehr ein Tag. Hat die sechste Bruckner jetzt, nicht die sechste Bruckner, die sechste Maler habe ich in Berlin. Wo soll man da anfangen? Schlagtechnisch ist ein Mensch, der nichts davon versteht. Was ist ein Orchester? Das ist doch nicht etwas, was zum Klingen gebracht werden kann. Durch eine Geste. Ja, aber das führt viel zu weit. Aber das Publikum liegt ihm zu Füßen, gerade wegen dieser Geste. Das ist selbstverständlich. Wenn Sie heute ein Coca-Cola mit einem Wein vergleichen, gewinnt sicher Coca-Cola. Das ist doch kein Kriterium. Und das ist ein Kriterium von diesem armseligen Theatermann, Vari oder wie er ist von Wien, der sagte, Dirigent ist derjenige, ein guter Dirigent ist derjenige, der die Seele ausführt. Gottes Willen.